Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Heute setze ich die Interviewreihe zum Thema Digitalisierung und Bildung mit Marcel Caparozza und Dr. Gabriele Ihrle vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen fort. Sie haben aktuelle Studien aus der Ausbildung von Lehrkräften für ein Review des BMBF-Meta-Vorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich ausgewertet und werden gleich von Ihren Befunden berichten. Herr Caparozza, Digitalisierung an Schulen wird ja durchaus häufig diskutiert. Warum ist es wichtig, auch einen Blick auf die Ausbildung von Lehrkräften zu richten? Aus Studien ist bekannt, dass Lehrkräfte für die Digitalisierung ihres Unterrichts nicht nur die technische Ausstattung mit Software und Hardware benötigen, sondern auch technische und pädagogische Kompetenzen und natürlich auch eine positive Einstellung zum Einsatz digitaler Medien. Hier wird schnell klar, eine gute Ausbildung von Lehrkräften ist zentral für die zukünftige Digitalisierung an Schulen. Wenn zukünftige Lehrkräfte schon im Lehramtsstudium oder im Referendariat digitale Medien reflektiert im Unterricht erproben, sind die Hürden für den Einsatz im späteren Berufsleben natürlich viel niedriger. Reviews dienen einem guten Überblick über aktuelle Forschungsliteratur zu einem Thema. Welchen Bereich haben Sie denn in Ihrem Review besonders fokussiert, Frau Ihrle? Also in unserem Review haben wir die Personen in den Blick genommen, die für die Ausbildung von Lehrkräften verantwortlich sind. Also das sind zum einen die Lehrenden an den Hochschulen und zum anderen die Mentorinnen und Mentoren an den Schulen. Und beide Gruppen sammeln sich unter dem Begriff Lehrerausbildende. Und wie gut ist diese Gruppe beforscht? Also wir haben im Review aus knapp 1200 Treffern in verschiedenen Literaturdatenbanken insgesamt 15 Studien ausgewählt, die sich mit den Lehrerausbildenden beschäftigt haben. Das heißt, entweder sie wurden befragt oder Lehrende wurden über sie diese Gruppe befragt. Auffällig war dabei, dass im Kontext der Digitalisierung in der Lehrerbildung eben diese Gruppe der Lehrerausbildenden in den letzten 5 Jahren wirklich selten im Fokus der Forschung stand. Die Forschung konzentriert sich eben eher auf die zukünftigen Lehrkräfte. Auffällig war außerdem, dass von den 15 Studien zu Lehrerausbildenden keine einzige im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde. Wenn man jetzt aber nochmal auf die weltweite Entwicklung schaut, zeichnet sich durchaus eine positive Entwicklung ab. Also das Thema nimmt in der internationalen Forschung schönerweise langsam mehr Raum ein. Und zum Beispiel hat in den letzten Monaten die Forschung zu einem bestimmten Kompetenzmodell, den sogenannten Teacher Educated Technology Competencies, zugenommen. Also es handelt sich um ein sehr dynamisches Forschungsfeld. Ja, das ist ja schon mal eine sehr interessante Beobachtung. Und welche Befunde waren Ihrer Meinung nach besonders interessant und aufschlussreich, die Sie in den 15 Studien gefunden haben? Also da gibt es mehrere Sachen, die wir irgendwie interessant fanden. Also ich zähle einfach mal ein paar auf. Also ein wichtiger Punkt ist, dass man bei Lehrerausbildenden nicht von einer homogenen Gruppe sprechen kann. Die unterscheiden sich sehr stark untereinander. Das heißt, es gibt Unterschiede zum Beispiel zwischen den Fächern. Ein Lehrerausbildender, der Technik unterrichtet, hat natürlich mehr Kompetenzen als einer, der Mathematik unterrichtet zum Beispiel. Die Erfahrung spielt eine große Rolle. Das heißt, haben Sie Unterrichtserfahrung, haben Sie Lehrerfahrung? Und da gab es eben in den USA 2 große Studien. Da hat es eben gezeigt, dass eben verschiedene Faktoren eine große Rolle spielen, um das Wissen über die Integration von Medien in die Lehre zu beeinflussen. Was noch eine wichtige Rolle spielt, ist die Einstellung. Zum Beispiel haben sich in einer Studie aus Estland Zusammenhänge gefunden zwischen einer konstruktivistischen Sicht auf das Lernen und den Einsatz digitaler Medien in der Lehre. Das bedeutet, dass vor allem die Lehrerausbildenden eine wichtige Rolle einnehmen, die eben die Lernenden in den Fokus stellen und nicht die eigene Lehre sich selbst. Den dritten Befund, den ich noch sehr interessant fand und deswegen hervorheben möchte, ist eine Studie aus Belgien, in der wurde herausgefunden, dass es wohl so 2 Gruppen zu geben scheint. Das heißt, die eine Seite sind Lehrerausbildende, die eben eine sehr positive Einstellung haben und eben auch hohe Kompetenzen haben. Und auf der anderen Seite eine Gruppe, die eben eher niedrigere Kompetenzen haben und eher eine negative Einstellung zu digitalen Medien. In der Studie waren sie ungefähr gleich groß, die beiden Gruppen. Aber die Frage ist eben, für die Politik und auch für die Praxis, wie kann man diese Heterogenität stärker berücksichtigen, beispielsweise in Fortbildungen? Frau Ihrle, das klingt ja für mich nach sehr viel verschiedenen Themen, die in den Studien erforscht wurden. Gab es denn Befunde, die sich besonders häufig zeigten, also zu einzelnen Bereichen, Kompetenzen oder zum Medieneinsatz? Ja, also Ihr Eindruck stimmt. Die Fragestellungen von den 15 Studien waren tatsächlich sehr heterogen. Ein Befund
kann man aber schon sagen, hat sich besonders häufig wiederholt. Und zwar, dass die Kompetenzen und das Wissen von angehenden Lehrkräften stark zusammenhängen mit den Handlungen der Lehrerausbildenden. So sollten Lehrerausbildende also beispielsweise darauf achten, Kooperation zwischen den Studierenden oder Referendarinnen und Referendaren herzustellen oder regelmäßig Feedback zu geben oder die Unterrichtsplanung zu unterstützen. Und außerdem sind Lehrerausbildende wichtige Vorbilder. Also in einer Studie kam beispielsweise heraus, dass angehende Lehrkräfte wirklich davon profitieren, wenn sie ihre Mentorinnen und Mentoren häufig beim Unterrichten mit digitalen Medien beobachten können. Das galt allerdings dann nur mit einer kleinen Einschränkung, nämlich wenn sich die Mentorinnen und Mentoren auch selbst als kompetent einschätzen. Gibt es innerhalb der internationalen Studien Best-Practice-Beispiele, deren Umsetzung auch für Deutschland sinnvoll sein könnte? Ja, also es gibt Best-Practices zur Frage, wie Lehrerausbildende bezüglich der Digitalisierung fortgebildet werden können. Und wir fanden da den Ansatz der Teacher-Educator-Design-Teams sehr spannend. Da geht es darum, dass Lehrende ihre Lehrer kollaborativ, also im Team, planen und überarbeiten. Und diese Teams werden jeweils von einem Coach begleitet. Somit wird also die Digitalisierung der Lehrer als Teamarbeit begriffen. Und das ist eine Best Practice, die wir durchaus empfehlen würden. Ja, das klingt nach einer sehr guten Idee. Aber wo müsste man denn jetzt in der Forschung und in der Praxis weiter ansetzen, um die Digitalisierung in diesem Bereich weiter voranzubringen? Ich kann erstmal was zur Forschung sagen. Und zwar ist es so, dass es im Moment, wie ich schon vorhin gesagt habe, eben nur wenige Studien zum Thema zu geben scheint. Deswegen sollte man natürlich erstmal schauen, ob sich diese Ergebnisse aus diesen Studien auch replizieren lassen, ob das als Einzelbefunde sind oder ob diese Befunde mehrmals gegeben würde oder auch in anderen Kontexten und so weiter. Und zum anderen handelt es sich um ein sehr internationales Forschungsfeld und die von uns gefundenen Ergebnisse lassen sich daher nicht ohne weiteres auf die Gegebenheiten in der Lehrerbildung in Deutschland übertragen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern eine relativ starke Trennung zwischen dem eher theoretisch ausgelegten Studium und dem praxisorientierten Vorbereitungsdienst. Und natürlich gibt es dann auch zum Beispiel kulturelle Unterschiede, Unterschiede in der Ausstattung und so weiter. Und ich denke, man kann dann zum Beispiel in der neuen Förderphase der qualitätsoffensive Lehrerbildung natürlich noch dann viel stärker auf das Thema eingehen, dass man nicht nur die Lernstudierenden in den Blick nimmt, sondern eben auch die Ausbildenden. Ja, die große Frage für die Praxis in den nächsten Jahren wird sein, wie die Lehrerausbildenden fit für die Digitalisierung gemacht werden können. Dazu gehört zum Beispiel, dass man über ihre mediendidaktischen Kompetenzen spricht und auch darüber, welche und wie Fortbildungen für die Lehrerausbildenden angeboten werden können. Denn wie gesagt, ist diese Personengruppe so wichtig für die Digitalisierung im Lehramt, sodass sie auf jeden Fall angemessen unterstützt werden sollte. Ja, das klingt noch nach ein bisschen Arbeit, sowohl für die Forschung, aber auch für die Praxis. Und da hoffen wir natürlich, dass auch das Review jetzt dazu beiträgt, dass die aufgezeigten Lücken geschlossen werden. Da sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und das aufschlussreiche Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal.